Schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich heute am 4. Adventssonntag. Schön, dass Sie unseren Kanal wieder eingeschaltet haben. Und nun wollen wir, wie immer, zuerst die Adventskerzen entzünden. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott, und Gott bleibt in ihm. Eine tiefe, warme Stille liegt über dem Geschehen. Nur die helle Flötenweise ist zu hören. Josef, der Bergende, der Ruhige, der, zu dem die Engel sprechen, hat selbst so etwas wie Flügel. Oder sind die Menschen, die von Engeln bewegt werden, nicht auch wie Schutzengel für uns? Vielleicht ist es aber auch ein Tor, das helle Tor, das in jene andere Welt hineinführt, in der das Kind, um das es hier geht, der König ist. Das Kind ist das Zentrum. Wie ein Magnet zieht es alle an. Ein Strom von Menschen, die das Licht suchen, die Freude, die Liebe, bewegt sich auf diesen hellen Mittelpunkt zu. Schon von Weitem erleuchtet und getröstet. Einer ist angekommen, kniet nieder, öffnet sich, betet an, hingerissen, staunend. Aber die große Bewegung und Lebendigkeit geht von dem Gottesdienst aus. Als könnte es gar nicht abwarten, zu den Menschen zu kommen, als wäre es noch intensiver von seinem Geschöpf angezogen, als dieses von seinem Schöpfer. Schutzlos, klein, nackt und offen läuft das Kind auf den Knien zu. Auch seinen Händen, die nicht begrenzt sind, scheint sein Innerstes, sein Licht und seine Liebe hinüber zu fließen in den Menschen. Maria neigt sich dem Anbetenden zu. Vielleicht will sie das Kind festhalten, bewahren. Ahnt sie, dass diese Suchenden einmal gleich nach dem Hosianna, das schreckliche Kreuzige gehen, brüllen werden? Doch ihre Hände sind offen, bereit zu lassen und, wenn nötig, heilzugehen. Und alles, alles ist in Rot getaucht, die Farbe der Liebe. Gott ist Liebe. Aus Liebe zu uns wurde er Mensch.
Aus Liebe erlöste er uns. Und wenn wir einst durch das goldene Tor gehen, wird er uns in Liebe empfangen. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Sing das Lob des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist. Sei unser Heil, o Herr, derweil wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sei unser Heil, o Herr, dabei wir wachen. Behüte uns, da wir schlafen, auf dass wir wachen mit Christus und ruhen in Frieden. Okay. Und wenn ich dich suche, mein Gott, hast du mich schon lange gefunden. Und wenn ich dich finde, mein Gott, bist du schon längst bei mir. Und wenn ich dir singe und spiele, mein Gott, singt und spielt in mir das Lied deiner Liebe. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige Herr. Amen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.